Vor 6.390 Zuschauern und etwa 25 Gästefans schickte Stefan Krämer zunächst die Siegerelf aus Wiesbaden auf den Platz und die gab direkt die Marschrichtung vor. Makarenko setzte in der zweiten Minute bereits das erste Ausrufezeichen. Es dauerte 22 Minuten, bis Regensburg das erste Mal nennenswert vor Müllers Kasten auftauchte. Es blieb die einzige Chance für die Gäste in der ersten Halbzeit. Bei Energie war es immer wieder Tim Kleindienst, der in der 30. Minute noch an Strebinger scheiterte. Kurz darauf aber bei Makarenkos Hereingabe goldrichtig stand und zur 1:0-Führung einköpfte. Cottbus stand den Gästen auf den Füßen und jagte jedem Ball hinterher. Mehrere Standards folgten, Mbala hätte bei Tusches Freistoß nach 35 Minuten erhöhen können, rauschte aber knapp am Ball vorbei. So ging Energie verdient mit der Führung in die Kabine. Den Beginn der zweiten Halbzeit verschlief der FCE komplett. Regensburg nutzte das, setzte sich über links durch und kam in der 46. Minute überraschend durch Steininger zum Ausgleich. Davon ließ sich Krämers Truppe aber nicht schocken. In der 55. gab es die letzten hochkarätigen Möglichkeiten für den Tabellenletzten. Tardedei spielte die Gäste immer wieder schwindelig, wie hier in der 57. Minute, als Strebinger im Gästekasten seinen Schuss noch zur Ecke ablenkte. Diese trat Matuschka maßgenau auf Kleindienst Kopf, dessen Kopfballstärke sich bei seinen Bewachern noch nicht rumgesprochen zu haben schien. Erneute Führung für Cottbus. In der 66. brandete Applaus auf. Grund war Sven Michel, der nach mehrwöchiger Verletzungspause für Marco Holz ins Spiel kam und nicht mal eine Minute brauchte, um Betriebstemperatur zu erreichen. Mit der ersten Ballberührung nach Vorarbeit von Kleindienst zauberte er das 3:1 in Tor des Monats-Manier ins rechte Toreck. Wenig später kassierte er allerdings die 5. gelbe Karte, fehlt somit in Groß-Asbach. Die Hausherren waren noch nicht müde, kämpften um jeden Ball und in der Offensive war es wieder Kleindienst, der nach Sarkas Querpass in der 82. Minute auch mit dem Fuß Torjägerqualitäten zeigte. Sein 10. Saisontreffer markierte den 4:1 Endstand. Energie rückt vor auf Platz 6 und liegt zwei Zähler hinter dem 3. Platz.